Moin, ich bin's der Aniboy. Und ich bin der Crazy Chris. Und wenn wir bis Ende des Jahres 1000 Abonnenten zusammenbekommen, dann machen wir für euch ein erotisches Panty-Try-On-Video. Oh ja, also wenn ihr Bock auf das Video habt oder wenn ihr auch vielleicht einfach sehen wollt, wie wir uns vollkommen blamieren, dann lasst ein Abo da, dass wir auf die 1000 kommen und dann sehen wir uns. Und jetzt viel Spaß beim Video. Today's thrilling, chilling, bind-chilling, spine-killing episode is brought to you in part by... I ran out of illings. Dill and Rooties, cutie patooties. It's their children. Ja, schönen guten Tag, liebe Freunde. Herzlich willkommen hier auf dem Arniboy-Kanal. Mein Name ist Crazy Chris und wir machen heute bei dem wundervollen Spiel Runner 3, also Runner 3, der dritte Teil der Serie, mega geile Serie, Outrunner. Ich gehe da jetzt auch gar nicht drauf ein, ihr wisst, was das Spiel ist, wenn ihr nach der Trophäe sucht. Und zwar gucken wir uns heute die Trophäe an. Is a duck in here? Oder heißt sie überhaupt genau so? Ich weiß es gar nicht. Die Trophäenbeschreibung ist better out than in. Womit man erstmal gar nicht viel anfangen kann, allerdings, wenn man dann weiß, was man machen muss, dann versteht man auch, was die damit meinen. Besser raus als nein. Ja, eigentlich ist es mega einfach, wenn man weiß, was man macht. Ist auch scheißegal, in welchem Level. Es geht darum, dass ihr, am Ende gibt es immer ein kleines Minigame, und zwar dieses, diese Zielscheibe, wo man drauf schießen muss. Die schaltet man aber nur frei am Ende des Levels, wenn man alle Goldbarren sammelt. Also alle 100. Es gibt immer 100 in jedem Level. Und wenn man die sammelt, alle gesammelt hat, dann schaltet man diese Zielscheibe frei, dieses Bonus-Game. Man hat nur einen Schuss. Für diese Trophäe ist es vollkommen egal, ob ihr das Bullseye trefft oder nur den Rand der Scheibe. Wichtig ist, dass ihr X zum Schießen oder was auch immer zum Schießen verwendet wird für euch, gedrückt haltet. Haltet den Knopf einfach gedrückt, ich spoiler dann jetzt auch gar nicht, was passiert, aber danach kriegt ihr dann die Trophy. Also im Prinzip ziemlich einfach, nur ja, man muss halt erstmal wissen, was man machen muss. Ne? Ja, und ich würde sagen, ich habe das hier jetzt im ersten Level gemacht, ich würde sagen, ihr guckt euch das jetzt noch bis zum Schluss an. Ich verabschiede mich schon mal und wünsche euch noch viel Spaß, ne? Haut rein. Thank you.